Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Star Wars Republic Commando. Ich befinde mich hier schon im Hauptmenü. Normalerweise hat man hier noch so einen schicken Hintergrund, der sich bewegt. Ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich an Windows 7, dass ich den nicht habe. Ist aber auch egal. Ja, wir wollen hier Star Wars Republic Commando spielen. Das ist ein Ego-Shooter aus dem Jahre 2005 war es, glaube ich. Ja, genau. 4. März 2005 war es. Wurde damals von LucasArts entwickelt und gepublished wurde das wunderbare Spiel hier von Activision. Heute sind das ja Activision Blizzard und es, ja, es basiert auf der bisschen modifizierten Version der Unreal Engine 2, also es sieht noch einigermaßen okay aus, man kann es noch spielen und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und deswegen werden wir jetzt auch gleich ein neues Spiel starten und ja, im Intro bin ich natürlich ruhig. Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Aber oft werden Sie nur durch Ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Sie sind ein Kommando, eine Eliteeinheit, etwas ganz Besonderes. Ihre Waffen, ihre Rüstung und vor allem ihre Brüder. Die Eiwa unserer Welt jagen in Herden, um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit drei Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Als Delta-Leader. Delta 4.0. Ihr Fundament, ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2, Herz und Seele Ihres Teams. Und 07, der erbittertste Jäger Ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von Ihnen erwarten, dass Sie sie verteidigen und wenn nötig Ihr Leben geben. Schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Alles startbereit! Neues Kampfschiff! Okay, Gruppe B, Bewegung! Los geht's! Die Geschütze nach Achtern! Munition laden! Los, los, los! Sir, wir springen getrennt ab und stoßen am Treffpunkt auf Geonosis wieder zueinander. Bis bald, Sir! Es herrscht Krieg in der Galaxis. Die Geheimwaffe der Republik, eine riesige Klonarmee, wird zum ersten Mal eingesetzt gegen die separatistischen Druidentruppen. Hoch über dem Chaos bereitet sich das Elite-Kommando des Delta-Teams auf seine erste Mission vor. Stunde 0. Klonkriege. Geonosis. Willkommen auf Geonosis. Freut mich, dass Sie sich inzwischen von den Simulatoren abgenabelt haben. Ich bin ab jetzt Ihr Berater und werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von oben überwachen, bis wir alle tot sind. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie ihn. Das ist Ihr erstes Ziel. Das Ziel für das Team bleibt. Finden Sie Sun Peck und vernichten Sie ihn. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommandor.
Tja, wir sind in unserer ersten Mission angelangt, die heißt mit aller Härte und ja, der geonosianische Chief-Leutnant Sanfek muss ausgeschaltet werden. Das Delta-Team wurde getrennt in die vom Krieg gebeutelte Arena geschickt und soll weiter vorrücken. Es muss sich wieder vereinen und für Sanfeks Ableben sorgen. Koste es, was es wolle. Jo, und dann starten wir auch gleich in unsere allererste Mission mit unserem Delta-Squad. Ups, das war ein Geonosianer. Jo, danke schön, danke schön. Okay, Textnachrichten sind oben. Was? Ja, ja, der darf nicht entkommen, ich hab's kapiert. Aua, das war schmerzhaft. Ja, okay. Also wir können uns hier... Ja, okay, also die Tipps, die sparen wir uns mal. Die kann ich euch nämlich auch so erzählen. Hier gibt es nämlich eine Bagdad-Station, da können wir unsere Lebensenergie auftanken, denn es ist ein etwas älteres Spiel. Und in diesem älteren Spiel ist es noch wie damals in... Damals wie im guten alten Max Payne, dass man eben sozusagen Verbandskästen oder irgendwas halt, in dem Fall Bagdad-Tanks finden muss, um seine Energie wieder aufzuladen. Das ist nicht so wie in den heutigen Shootern, dass da alles von alleine sich wieder auflädt, die Lebensenergie. Das muss man noch alles manuell machen. Hat auch einen gewissen Charme. Nun gut, wir sind hier auf jeden Fall in der geonosianischen Arena auf Geonosis und müssen hier gegen die separatistischen Truppen kämpfen. Ihr seht schon, das Spiel spielt jetzt hier gerade Episode 2, müsste das natürlich dann sein, wo der Kampf in der separatistischen, in der geonosianischen Arena ist. Genauer gesagt in der Pentranaki heißt die Arena. Pentranaki Arena. Das heißt, glaube ich, Arena der Gerechtigkeit heißt das. Ist auf jeden Fall sehr schick hier, die Arena. Da oben kommen noch ein paar republikanische Kanonenboote. Und ja, unsere Aufgabe wird es jetzt erstmal sein, unser Team zu finden. Die drei anderen Kollegen, die wir vorhin schon gesehen haben. Die eben zu unserem Team gehören. Wir sind der Delta Squad Leader. Ah, das sind doch nicht so viele. Das sind doch nur ein paar dämliche Druiden. Und da ist was Rotes. Und wo was Rotes ist, schießt man erstmal drauf. Das sind auch ein bisschen andere Druiden, glaube ich. Also die sehen ja normalerweise in den Filmen und so sind die ja eher so gelblich. Könnten diese etwas Spezialdruiden sein oder so? Keine Ahnung. Ihr braucht einen Arzt. Ja, ich glaube, bei dem hilft kein Arzt mehr. Aber schön, wenn ihr so positiv gestimmt seid und ihm noch einen Arzt zutraut. So. Wir rücken mal weiter vor hier. Ja, die haben eine hohe Meinung von uns, denn wir sind Kommandoeinheiten. Wir sind nicht diese standardmäßigen Klonkrieger. Wir haben... Ja, wir sind nicht so Gemoni... Ja. Wir sind, haben eben eine spezielle Behandlung gekriegt, auch auf Kamino, dort wo wir wie jeder um andere Klonen geboren worden sind. Und sind eben nicht so diese Standardsoldaten, sondern können eben mehr. So, ihr geht auch mal drauf. Ja, komm, du auch noch. Nicht so, ja, sag mal hier, es werden ja aber immer mehr. Zum Glück halten wir hier am Anfang noch relativ viel aus. Und noch einer. Ich hätte jetzt euch gerade eben mal den Nahkampfangriff zeigen können, aber das wird wohl nichts. Ich spiele es übrigens auf dem PC. Es ist damals auch für die Xbox erschienen. Allerdings spiele ich hier die PC-Version und... Ja, ich spiele es auf dem PC und deswegen spiele ich auch mit dem Maus und Tastatur. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, weil ich normalerweise immer auf dem Gamepad spiele. Ich hoffe mal, ich krieg's trotzdem einigermaßen hin. Bis jetzt geht's ja ganz gut. Das Spiel ist auch eigentlich blind für mich. Also ich habe es jetzt früher noch nie gespielt. Allerdings habe ich es jetzt ja doch bekommen. Und ja, ich habe es jetzt mal ein bisschen angespielt. Also noch momentan ist es nicht blind, aber es wird später blind. Musste ja ein bisschen testen, so mit Sound und so und ob es überhaupt funktioniert und wie ich das mit der Auflösung hinkriege und so weiter. Aber jetzt habe ich es hinbekommen. So, wir sollen Granaten aufnehmen, um die Geschützstellung da oben zu zerstören. Das machen wir auch gleich. Ja, dankeschön. Und ich versuche mal zu werfen. Ja, die Granate war nicht so ganz gut. Die war ziemlich nah dran und die Granate sollte reintreffen. Jawohl. Die Geschützstellung, die ist erstmal Schrott. Da wird uns, die wird uns keinen Ärger mehr machen. Ein bisschen bewegen, dann können sie uns nicht so leicht treffen. Immer in Bewegung bleiben, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ah, wir kriegen sogar Unterstützung von den Klonen da hinten. Das ist natürlich fein. Geonosis ist echt ein cooler Planet. Vor allem die Geonosianer sind ziemlich cool, aber die werden wir später noch ein bisschen sehen. Erzähle ich euch auch später noch ein bisschen was dazu. Dankeschön. Geonosis ist auch in der Nähe von Tatooine. Den kennt ihr natürlich auch. So, haben wir überhaupt voll Energie? Ja, haben wir eigentlich, da brauchen wir gar nicht hin. Ja, das ist Scorch, das ist unser erstes Teammitglied, was wir gefunden haben. Beziehungsweise 6-2 heißt er, die haben ja alle nur Nummer, die Klone, aber Scorch klingt natürlich ein bisschen cooler. Servus, Scorch.
Sonargeschütze. Anführer, ich habe die Position für den Sprengplatz auf Ihren Visor geladen. Dankeschön, das ist nett von dir. Ja, wir müssen hier in Sprengstadt. Zerstören Sie den Bunker für mich. Ich kann es kaum erwarten, etwas in die Luft zu jagen. Ja, hier werde ich die ganze Zeit unterbrochen. Es ist schwer zu lesen, wenn ich die ganze Zeit nur hier die anderen auch was sagen wollen. Aber ich hoffe mal, ich kann sie einigermaßen überreden, übersprechen. So, wir sollen hier erstmal was aufsprengen. Genau, das klingt schon mal gut. Scorch ist hier anscheinend so der Sprengstoffexperte vom Team, also jeder in diesem Team von den Klonen hier hat auch eine bestimmte Aufgabe. Na schade, ich habe gedacht, ich krieg den da hinten noch mit, den Genosianer. Ah, ich kann euch gleich mal den Nahkampfangriff zeigen, der ist auch ziemlich cool. Ah, ja, im Krieg, der spritzt einem auch sowas mal ins Gesicht, das ist natürlich nicht so schön. Machen wir gleich noch den nächsten. Ich finde es ziemlich cool, diese Scheibenwischer, ja, Scheibenwischer, die wir auch haben. Die sind ziemlich geil. Die haben hier schwere Geschütze. Kampfschiff Haken ist unterwegs. Naja, das freut mich, dass es unterwegs ist. Da noch einer. Oh, das war knapp. Okay, den haben wir erwischt. Wo müssen wir hin? Ah, da wurde gerade eben aufgesprengt von dem da. Und wir sollen den genosianischen Turm infiltrieren. Das sieht mir hier aber gar nicht so nach Turm aus. Na naja, egal. Wir wagen uns einfach mal da rein und suchen nach dem guten Sunfake. Hinein ins Nest. Okay. 4-0, wir suchen Delta 4-0. Also unseren anderen Kommandokollegen. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Die, glaube, die Dinger explodieren auch, wenn man drauf schießt. Ja. Die sollten wir uns auch mal merken. Dann können wir sie vielleicht nachher noch gegen unsere Gegner einsetzen. Das wäre natürlich ziemlich geil. So, Scorchy, du gehst mal hier weiter. Kommst mal mit. Ja, ich habe auch ein ungutes Gefühl. Und es ist wichtig hier, dass man auch im Team spielt. Das seht ihr später auch noch. Also wer hier alleine nur vorrennt, das ist meistens nicht so praktisch. Man kann es, glaube ich, auch in Koop spielen auf der Xbox oder so. Das weiß ich aber nicht genau. Das weiß ich nicht. So, hier können wir nochmal unsere Munition auffüllen. Das ist immer gut. Lebensenergie ist voll. So, und du darfst hier mal wieder aufsprengen. Ist auch immer cool, die Dialoge zwischen den verschiedenen Kommandotypen hier. Die reden ja zum Glück auch miteinander immer. Tja, aktivieren. Ah, okay, unser Kollege erwirkt hier gerade einen Ingenosianer. Ich klinke mich in die AOD ein, Sir. Jupp, ist nett von dir. Delta 4-0 hat sich auch. Name 4-0, Spitzname Fixer. Statuskommando, Delta Team 40 hat ein Talent dafür, Kommando, Computersysteme zu hacken und so die Sicherheit zu umgehen. Seine Lieblingswaffe ist der Katara-Anrüstung, Vibrationsklingenhandschuh. Ah, okay. So, wir wollen aber eigentlich keine Tipps, die habe ich doch extra ausgeschaltet. Ja, also Fixer scheint hier der Typ für die Computer zu sein, der uns immer die weiterhilft, wenn wir in neue Räume müssen und so weiter, dass er eben die Türen aufhackt und so. Jupp, das freut mich. Oh, da habe ich einen Geonosianer gesehen, den versuche ich gleich mal zu messern. Hm, komm her. Nein, der geht hinter mich. Daneben, der weicht aus. Ja, dem bist du nicht ausgewichen. Da musst du dich schon ein bisschen mehr ranhalten. Und der nächste gleich hinterher. Na, komm her. Ah. Aua, der lässt sich ja nicht so gerne messern. Aber das machen wir trotzdem einfach. Da kennen wir kein Erbarmen. Wenn die Geonosianer meinen, sie müssen sich uns in den Weg stellen, dann müssen sie halt sterben. Hätten sich ja nicht mit den Separatisten verbünden müssen. Das wäre ja ganz allein ihre freie Entscheidung. Okay, wir werfen aber erstmal eine Granate und hoffen, dass wir die Geonosianer damit ausschalten können. Das hat leider nicht so funktioniert. Da müssen wir sie halt wieder messern. Ups, jetzt habe ich meinen eigenen Kollegen gemessert. Die Geonosianer sind, glaube ich, beide down, ja. Die hätten wir erledigt. Jetzt können wir hier wieder aufhacken lassen. Mach mal auf, Fixer. Dankeschön. So, gute Fixer wieder die Tür aufmacht. Das ist natürlich nett von ihm. Feuerschutz. Aber hier kommen noch gar keine Gegner. Also ich sehe zumindest keine Gegner. Oh, dann rein da. Kommen Sie in die Gänge, Delta. Da oben stehen auch schon wieder zwei. Ich glaube, hier können wir mal da oben drauf schießen. Aber da... Ah. Geht kaputt. Ja, okay, den ersten haben wir. Und den zweiten müssen wir auch gleich haben. Na, komm her. Ja, geonosianische Regen. Da können wir hier wieder
mach sie kaputt. Ach, da sind überall welche Droiden. Oh, wenn ich da drauf schieße, dann müsste ich einige erwischen. Ja, das waren gleich 5 Stück oder so. Ah, nicht gegen das Geländer schießen. Da drauf sollst du schießen. Jawoll. Na komm, der geht auch noch drauf. Jawoll. Wunderbar. Dann macht die Jäger mal kaputt. Die fliegen nirgendwo mehr hin. Also Sunfag kann jedenfalls nicht mit einem Jäger entkommen. Der böse Separatistenkerl. Die Onusianer, den wir hier finden müssen und töten sollen. Okay, mit X kann ich hier umschalten. Dann sehe ich auch im Dunkeln. Die Onusianer fühlen sich ja eigentlich auch eher im Dunkeln wohl. Sie sind ihr Leben ja eigentlich unter der Erde. Und die Arena ist zwar draußen gebaut, aber das ist auch nur so ein zusätzlicher Nervenkitzel für die Geonosianer, dass die Arena draußen gebaut ist. Sie dadurch natürlich, ja, noch mehr Spannung für sie ist, weil es natürlich nicht gewohnt ist für sie. Oh, ich gehe mal in Deckung. Nein, ich habe nur noch meine Pistole, meine andere Waffe ist leider leer. Ich muss mich mal nach Munition umschauen. Munition hat man, glaube ich, unendlich für die Pistole. Okay, den habe ich geköpft, der macht mir keinen Ärger mehr. Da sehe ich aber Munition, das ist natürlich fein. Gesundheit ist kritisch. Gibt es hier irgendwo einen Bagdad-Tank? Ich glaube, da hinten gab es einen Bagdad-Tank. Gehe ich mir erstmal wieder den Bagdad-Tank suchen. Ne, das ist zu, die Tür. Na gut, dann müssen wir wohl doch nach vorne. Da bleibt uns nur die Flucht nach vorne. Ja gut, die Hälfte der Lebensenergie haben wir ja noch. Naja, sehr hell ist übertrieben, aber zumindest ist es heller als... Sprengladung. Na gut, mach mal hier auf, wenn es geht. Sprengstoff ist immer gut. Scorchy, mach mal auf. Dankeschön. Mal wieder ein bisschen Munition holen. Lebensenergie wäre mir zwar lieber, aber was soll's. Man kann ja nicht alles haben. Ja, ist wohl schon cool, wenn man hier der Anführer ist. Da darf man immer die Sprengungen ausführen. Ja, die richtigen Befehle erteilen. Ich verrecke hier gerade erstmal. Aber ich kann mich natürlich wiederbeleben lassen von meinen Kollegen. Wir sind ja ein gutes Team und da sollten sie mich jetzt auch nie wiederbeleben. Hoffe ich jedenfalls. Ah, okay, da versucht mich einer wieder zu beleben, das ist gut. Andere Richtung, wo ist der Geonosianer? Ich sehe keinen Geonosianer. Wo sind die? Okay, die können wir so machen. Irgendwo war noch ein Geonosianer. Ne, die sind alle tot anscheinend. Ja, ich bin gerade eben fast zum ersten Mal gestorben, aber zum Glück habe ich ja mein Team dabei. Was mir zum Glück das Leben gerettet hat. Wir müssen gar nicht nach da oben, aber wieso stehst du da? Da müssen wir doch hin. Na komm, weg mit dir. Und wir sollen zum Balkon vorrücken. Na... sind aber einige hier. War da eigentlich ein Bagdad-Tank drüben? Mal gucken, ob da ein Bagdad-Tank war. Ja, da war einer. Natürlich war da einer. Also mit halber Lebensenergie möchte ich dann auch nicht weiterkämpfen. Das wird's... macht's mir dann nicht so einfacher. Wunderbar. So, jetzt haben wir wieder volle Lebensenergie. Dann können wir auch problemlos weiterkämpfen. Sind alle schon tot? Ja, anscheinend haben wir schon alle erledigt. Alle Insektoiden und Droiden erledigt. Also Insektoiden natürlich die Geonosianer, die sind ja Insektoiden, also sowas wie Käfer. Nur haben sie kein Panzer, sondern eine weiche Schale. Das ist etwas verwirrend. Runter. Ui, da ist der andere von uns. Oh ja, der hat's auch drauf. Der scheint ziemlich aggressiv zu sein. Dankeschön. 07. Name 07. Spitzname 7. Status Kommando. Delta Team 07. Dürste nach der Jagd. Seine Lieblingswaffe ist der DC-17M. Scharfschützenaufsatz. Freundest du dich mit den Einheimischen an 7? Das war lustig. Wo ist Sunfack? Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. So, wir sollen hier das Ziel des... das Glas des Kontrollraumes zerschießen, das machen wir auch, aber das machen wir erst im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich eine wunderbare Zeit und ja, hoffe, der erste Part hat euch Spaß gemacht und möge die Macht mit euch sein. Servus.